So, hallo. Wir machen weiter. Bei Isaac Repentance und wir sind bei den Challenges wieder angekommen und haben letztes Mal die Potato Challenge abgeschlossen. Damit stehen noch 3 Challenges aus. 2 haben wir noch nicht unlocked. Und hier ist die erste, da ist die zweite und da ist die dritte. Auf die bin ich schon am meisten gespannt. Aber wir machen es natürlich, ich mache das immer so. Ich weiß nicht, warum ich nicht einfach das spiele, was sich am ehesten interessiert. Nee, ich versuche immer, mir so Sachen aufzuheben. Ich verstehe das nicht. Macht es immer so. Keine Ahnung. Jedenfalls machen wir jetzt Can't Whipped oder Can't Whipped oder Can't Whip Pet oder Can't Trip Pet. Es gibt so viele Möglichkeiten, das zu lesen. I don't know. Ach du Scheiße. Wer bin ich? Also wir müssen bis zum Fuß kommen. Das klingt ja schon mal machbar. So. Das war dumm. Oh, es ist... Wait, what? Wieso habe ich denn jetzt da unten... 3 Items gehabt. Wait, wait, wait. Ist er der Crafting-Typ? Er ist der Crafting-Typ, ne? Und er hatte jetzt schon 3 Items, die er craften konnte oder so. Was ist... Hä? Ja, aber ich krieg das jetzt ja nicht... Hä, wo ist das jetzt hin? Ich krieg's ja gar... Wo ist es hin? Hä, ich will das haben, aber wo geht das hin? Das hat es jetzt ausgelöst. Aber das jetzt nicht... Hä? Doch, hat's. Hä? Aber ich habe zum Beispiel... Also das Space-Item habe ich jetzt zum Beispiel nicht bekommen. Aber kann ich jetzt hier mit jedem Gegner, kriege ich jetzt ein Item dazu oder was? Nee, achso, wenn ich einen Raum schaffe oder so wahrscheinlich. So als einfach Zusatz-Item. Ja, hier, hä? Hä? Und das sind dann... Okay, ich kann hin und her wechseln. Kriege ich jetzt den Effekt? Ja, also das Speed-Up habe ich bekommen. Dann ist der Poison-Touch wahrscheinlich jetzt auch aktiv. Und das Ding, der kriege ich jetzt wahrscheinlich wieder nicht. Ach, das ist ein einmaliges Einsetzen. Ah, wenn es ein Space-Item ist, ist es ein einmaliges Einsetzen. Okay. Okay, ich... Oh nein, es ist... Wait, es ist nur für den Raum. Das Speeddown ging auch gerade, das Speedup ging gerade wieder runter. Das heißt, ich kann jetzt einmal Brimstone einsetzen, oder wie sehe ich das? Oder gehen dann nur die Statuswerte wieder runter, weil ich habe ja immer noch... Nein, ich habe zum Beispiel auch nicht nur den Creepshot. Das ist mehr als merkwürdig. Das ist... Ja. Nehmen wir einfach Energie mit, da weiß ich, was ich habe. Was zur Hölle? Okay. Das war übrigens dumm, weil es kommt bestimmt noch... Nein, okay, es kommt kein Curse Room. Sonst wäre es dumm gewesen, weil Curse Room technisch hätte man ja dann das Knochenherz nutzen können. Yo, das würde jetzt natürlich ein Protest-Item verdoppeln, aber das habe ich ja, kriege ich ja gar nicht. Hell ne. Wie kriege ich beim Boss jetzt wenigstens mein Item?
Ich setze jetzt mal Brimstone ein. Ah, das ist... Okay, das hat mich jetzt verwandelt und dann habe ich jetzt Brimstone. Aber die Verwandlung wird sicherlich nicht bleiben. Oh, wow. Ich habe nicht drauf geachtet. Das war dumm. Das war auch dumm. Ciao. Und jetzt kommt wieder... Okay, da kommt jetzt sowas. Bekomme ich das jetzt oder... Ah, ja. Wait, jetzt habe ich aber da unten mehr Dings hier. Zack. 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 Guck mal. Ich setze das jetzt mal ein und wir gucken mal, ob es bleibt. Weil klar, das ist ein HP ab. So. Und es war Shot Speed ab. Also wenn die 1,16 gleich wieder eine 0, ist, dann ist es schlecht. Das setzt man auch mal ein. Weil das gibt mir hier ja das Herz dazu. Na, dann gucken wir mal, wie das weitergeht. Der gute Spieler würde jetzt im Sacrifice rum anfangen mit den Herzen, aber das lassen wir mal. Okay, die Herzen sind noch da. Die Statuswerte sind wieder weg. Aber also HP-Ups kann ich sofort einsetzen, die bleiben. So, andere Sachen sind dann eher eine einmalige Geschichte scheinbar. Eieiei. Okay, sobald Herzen hier rumliegen, können wir einmal da reingehen, weil wir dann Dings haben. Das ist ja auch mal ein ganz merkwürdiger Raum. Ich verstehe noch nicht den Zusammenhang mit dem Challenge-Name. Muss ich gestehen. Ich verstehe noch nicht den Zusammenhang mit dem Challenge-Name. Can't trip? Keine Ahnung. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt noch so ein Ding... Ah, mein Gott! Okay, wir werden es gleich herausfinden. Überschreibt es dann das andere oder kann ich einfach keins einsammeln, wenn da unten voll ist? Dann lassen wir jetzt mal die Schere überschreiben für den Notfall. Ach, ich kann keins einsammeln, wenn es voll ist. Okay. So, kann ich jetzt von den Sachen, die ich hier habe, irgendwas einsetzen? Na gut, das hier nützt mir ja nicht mal mehr was. Das scheint mir nicht mal was zu nützen. Dann kann es auch weg. Ach, das war der White Shot. Ich hab's verwechselt. Okay, das ist ein Damage-Up. Also das ist grundsätzlich gut, aber jetzt in dem Zusammenhang bleibt's wahrscheinlich nicht. Ich bin ganz ehrlich... Wir müssen ja nur, in Anführungszeichen, nur... Wir müssen ja nur bis Mom kommen. Wir sollten jetzt vielleicht die Challenge nicht überbewerten. Ne? Ich glaube, wir spielen es einfach schnell durch. Dann müssen wir uns auch nicht allzu lange mit diesem Modus hier beschäftigen. Weil das ist schon... Also... Also, es ist schon leicht merkwürdig. Ich weiß nicht, welche Sachen konstant bleiben, welche Sachen nur mal kurz sind. Aber da es ja kein offizieller Modus ist, im Sinne von, man muss mit dem Charakter sehr viel machen, sondern so wie es jetzt hier ist, ist es ja nur jetzt. Belassen wir es einfach mal dabei. Wir gehen jetzt zum Boss, wir setzen dann alles ein, was wir da an Items gerade gefunden haben. Und dann wird der schon laufen. Und so machen wir das jetzt einfach jedes Mal. Ja, vielleicht gibt es auch Items, die man dann dauerhaft behalten kann, was weiß ich.
Aber so wie ich das sehe, sind die meisten Sachen nach einem Raum wieder weg. Und man hat die nur im Raum. Dann bin ich ja echt froh, dass wir nur bis zum Fuß spielen müssen. Das sollte noch irgendwo machbar sein. Weil HP-Ups kann man behalten, das ist ganz gut. So. Was ist jetzt hier los? Den Effekt, dass man dann die schief schießt, die Tränen, den kann ich zum Beispiel gleich rausschmeißen. So, den will ich überhaupt nicht haben. Na, ist klar. So. Schon wieder dieses Item. Ach so, ich krieg jetzt immer noch einen Platz. Ach so, ich krieg jetzt immer noch einen Platz mehr. Ja, es ist also irgendwie wie eine Karte. Es ist irgendwie wie eine Karte, die man halt einmalig einsetzt. Also jedes Item lässt sich einmalig einsetzen und so sagen wie HP-Ups bleiben bestehen. Irgendwie so ist es. So, und jetzt werden wir mal unseren Einsatz vom Knochenherz nutzen, um noch den Curse Room zu betreten. Wobei ich jetzt halt, also da müsste jetzt schon irgendwie... Ja. Okay, das ist sogar ganz brauchbar gewesen. Weil das sind Sachen, die konstant bleiben. So, und jetzt können wir doch mal Folgendes machen. Jetzt können wir das mal einsetzen. Weil das werde ich nicht brauchen. Das kann weg. Und kann das nächste mir holen. Ne? Und jetzt ist der Effekt ja wieder weg. Also ist ja, juckt ja nicht. Ach, guck mal, ich kann sogar in den Shop reinsprengen. Habe ich jetzt... Das ist jetzt wieder die Frage. Habe ich jetzt grundsätzlich einen Bigger Boom oder nur... Oh, da ist ein HP-Up. Das nehmen wir zum Beispiel gleich mit. Weil das bleibt ja auch. Das Luck-Up, der bleibt da nicht, der Effekt. Jetzt schauen wir mal, ob jetzt immer noch Bigger Boom ist. Nein. Okay, also... Die meisten Effekte gehen wirklich einfach wieder weg. Dann ist es im Shop auch absolut nicht sinnvoll, irgendwelche Sachen zu kaufen, weil man nicht weiß, was dahinter steckt. Weil die Sachen liegen ja eh draußen rum. Dann kaufe ich lieber Schlüssel und Schlüssel. So, dann kann ich hier wieder auffüllen. Ach so, ist voll. Was ich leider nicht scheinbar machen kann, ist zu gucken, was die anderen Items wären. Das heißt, ich muss irgendwas einsetzen, um das zu testen. Ja, das ist jetzt halt weg. Und jetzt kann ich das nächste setzen. Okay, Steam Sale. Das kann halt auch gleich weg. Weil entweder es gilt oder es gilt nicht. Hm. Ja, ich verstehe schon. Bringt mir das jetzt Bomben? Ja. Okay, behalte ich jetzt die 5 Bomben? Das wäre auch wieder cool zu wissen. Behalte ich jetzt die 5 Bomben? Wie kriege ich das jetzt eigentlich los? Ich will es eigentlich gar nicht einsetzen. Ich muss aber, um die Sachen loszuwerden... Oder kann ich, warte, kann ich das hier machen? Nee, also ablegen kann ich nur mein Twinket. Ich muss die einsetzen. Ich kann die nicht anders... Ich werde die anders nicht los. Ich muss die einsetzen. Okay, da kriege ich Schlüssel. Die sind konstant. Und das blaue Herz, bleibt das blaue Herz auch? Ja, das bleibt auch. Die Bomben sind auch geblieben. Okay, also solche Sachen bleiben. Na, das kann zum Beispiel gleich weg. Oh, die Psyfly. Die würde ich mir jetzt zum Beispiel aufheben wollen. Die würde ich mir jetzt bis in alle Ewigkeit erstmal aufheben wollen. Ich denke, so ist eine ganz gute... Ich denke, so ist die Strategie. So, wir hauen die Sachen raus, die wir nicht zwingend brauchen. Das kann zum Beispiel weg. Und dann, ja.
Aber die Psyfly würde ich mir versuchen aufzuheben. Okay, dann kriegen wir also in jeder Runde kriegen wir einen Platz mehr dazu. Geh halt weg. Das heißt aber, sowas wie Damage ab und zu werde ich nie bekommen. Außer halt für einen Raum. Aber konstant nicht. Dann bringt es vermutlich auch überhaupt nicht jetzt... Ich meine, klar gehe ich in den Engelraum rein, allein schon für blaue Herzen, die ich bekommen könnte. Aber sowas wird mir dann... Ah, jetzt ist es schon wieder alles voll. Was setze ich jetzt ein von den Sachen, die ich habe? Dann mach mal die Knochen da weg. Ups. Das war nicht ganz, was ich wollte. Kann der Effekt bitte wieder weg? Oh, scheiße. Okay, wir brauchen jetzt schnell rote Herzen. Huch. Ich habe da nicht so ganz nachgedacht. Ich dachte, es war ein anderes Knochen-Item. Ich dachte, es war das Knochen-Item, wo, wenn man getroffen wird, dann Sachen rumliegen. Brauche ich ganz dringend... Scheiße. Bräuchte ganz dringend ein paar Herzen. Wäre das machbar? Okay, wir müssen jetzt Sachen loswerden, damit wir Karten einsetzen können. Vielleicht kriege ich nämlich was, wo Herzen rauskommen. Ja, komm. Scheiß drauf. Weg damit. Das ist ein Tears-Up, aber das nützt mir halt auch nur. Mann! Dann setze ich es wenigstens hier ein, dass ich es auch sinnvoll nutzen kann. So, weg mit euch. Nein! Das ist genau wie euch los. Werde! Okay, die ersten zwei Herzen sind gefüllt. Und die letzten zwei Herzen auch. Quatsch. Was laber ich? Was habe ich jetzt gelabert, von wegen die Herzen sind gefüllt? Wollen wir da reinkämpfen? Ich sehe jetzt irgendwie nicht so den... Nee. Oder kann ich mit Dead's Key hier wieder raus? Ha! Kann ich sogar. Interesting. Okay, Shop. Ich würde jetzt auf jeden Fall in den Shop gehen, weil Herzen kaufen. Ja, so eine Geschichte. Das war jetzt einer der wenigen Effekte, der nicht hätte bleiben müssen, ne? Ich hab's halt wieder verwechselt, das Item. Es tut mir leid. Oha. Okay, wie werde ich jetzt so ein Item los? Ich muss es ja einsetzen. Also ich kann es ja nicht einfach wieder rausschmeißen. Das ist doch komplett scheiße. Damit verletze ich mich doch jetzt, oder nicht? Ich meine, ich hätte es in einem Raum einsetzen sollen, wo es auch was gebracht hätte. Rückwirkend. Aber ja. Also mit den Knochenherzen habe ich mir die Challenge leicht erschwert. So minimal. Minimal habe ich mir die Challenge ein bisschen erschwert. Ja, natürlich spawnt der Mist in der Mitte. Ah, da komme ich aber ran, nevermind. Ja, schöne Herzen. Ich brauche Herzen. Ich muss jetzt hier alle Flammen kaputt machen. Weil ich brauche Herzen. Aber natürlich geben wir nur wieder nur die erste. Ja, scheiße. Nein, du musst mehr Herzen. Ja! Mehr Herzen. Okay. Okay, wie werde ich das los? Ich meine, ich muss es ja noch nicht sofort einsetzen, aber... Das ist problematisch. Wahrscheinlich geht es deswegen nur bis Moms Fuß, weil...
das halt umso schlimmer wird, je weiter man kommt. Ach, wisst ihr was? Ich habe auf den Raum keinen Bock. Das war nicht, was ich wollte. Nein! Oh, ab dafür. Das füllt nämlich schön auf. Ich hätte es im nächsten Raum aber einsetzen sollen, dann hätte ich den Damage zumindest, den Damage-Up zumindest mitgenommen. Ja, kacke. Das war wieder kacke. Verstehe, dass das gerade wieder kacke war. Verstehe das. Oh, die Gravity-Tears, die können zum Beispiel einfach weg, die will ich nicht. Die habe ich jetzt hier in dem Raum und dann können die auch wieder weg. So, für alle, die nicht wissen, was die machen, weil ich die immer nie einsammle. Sowas da. Na, die bleiben dann stehen und gehen das los, wenn ich es loslasse. Aber ihr wisst es selber. Zumindest solltet ihr es wissen. So, aber wir füllen die Herzen gleich wieder auf. Es ist alles gut. Durch das Halo haben wir zum Glück echt viel auffüllen können. Und dieses Knochending setze ich nicht mehr ein. Ich dachte, das war ein anderes Knochending. Aber das habe ich verwechselt. Die Karte. Das wäre jetzt auch wieder interessant zu sehen, ob die jetzt konstant da bleibt. Ja, also die Karte bleibt. Okay. Oh, wir haben richtig viele Schlüssel, aber normalerweise kommt jetzt hier halt... Also hier käme jetzt eigentlich Item raus am Ende mit Glück, aber wir kriegen ja kein Item. Aber vielleicht kriege ich hier eine zusätzliche Aufladung dann. Wäre ja auch schon lustig. Aber das war's schon. Na gut. Machen wir den Boss und dann Abflug. Was setzt man ein? Bester. So kann man aber auch ein bisschen mal die Items testen. Das ist auch ganz lustig. Oh, lol. Ich muss Kamikaze loswerden. Irgendwann muss ich es einsetzen. Warum nicht jetzt? Okay, ich hätte es vielleicht einsetzen sollen, wenn ich die aufgeladen hätte. Naja, das wäre vielleicht besser gewesen. So, jetzt haben wir so viele Sachen hier schon wieder, ne? Ja, wie... Ich weiß doch jetzt niemals, was das alles für Items sind und lasse dann die Hälfte wieder liegen. Okay, Box können wir direkt einsetzen, weil dann kommen noch mehr Karten dabei raus. Mann, ey. Okay, ein Platz ist noch frei. Okay, das können wir auch direkt einsetzen. Okay. Den Löffel würde ich jetzt auch wieder behalten. Der Löffel wäre jetzt eines der Items, was ich wieder behalten würde. Das ist so... Oh, Mann! Das ist natürlich auch für jetzt schon praktisch. Sehr schön. Ja, Isaacs Heart kann weg. Hä, was ist das? Hä, was ist das? My Shadow. Aha. Tech Dings Zero. Grundsätzlich auch geil, aber... Okay, bleibt BFF? Wahrscheinlich nicht. Okay, das kann auch weg. Weil ich will, wie gesagt, ich will mich eigentlich jetzt wirklich nicht hier ewig auf... Ach komm, wir gehen weiter, ich habe keinen Bock mehr. Das ist ja furchtbar.
Hier, die Fliegen um mich rum habe ich noch, aber die kamen von Dings, ne? Ja. Ja. Also am besten wäre es, wir finden eine Möglichkeit, immer schnell zum Boss zu kommen. Und Map hat nur in der letzten Ebene gegolten. Okay. Weil wahrscheinlich die zwei Sachen, die ich bisher wirklich aufheben würde, ist, wie gesagt, der Löffel und die Psyfly. Das würde ich bisher für Mom aufheben. Der Begleiter ist an sich auch cool, aber so langsam muss ich halt mal jetzt auch wieder Sachen einsetzen. Wobei, eigentlich muss ich im Moment nicht Sachen einsetzen. Ich meine, es läuft ja. Aber hier habe ich jetzt gedacht, es ist vielleicht dann auch wieder sinnvoll. Mein Look at this! Toll. Da braucht man gar nicht ran. Was will ich da an dem Zeug? Ich will einfach nur zum Boss schnell kommen. Hier geht's nicht zum Boss. Das ist schon mal schlecht. Aber Herzen sind gut. Ich krieg so viele Items, es ist... Ich will das einfach hinter mich haben. Hinter mir. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich der Raum, wo die meisten Spinnen einen Abflug machen. Schade. Weil ich den nicht schnell genug erledigen kann und dann machen die Spinnen das ja... Ja, was soll's. Ist okay, ist okay, ist okay. Wisst ihr, hier könnten... Oh, nö. Hier könnten so geile Items einfach rumliegen. Und ich sehe sie nicht, weil halt ich... Ja, das Ding ist jetzt ja auch wieder weg dann, ne? Also es ist eine interessante Challenge, aber ich bin auch irgendwo froh, wenn wir es nur einmal in dieser Challenge machen müssen, diesen ganzen Kram hier. Weil es doch auch echt... LOL, ich habe den Raum resettet, das war nicht, was ich wollte. Komm, lass mich in Ruhe. Einfach den Raum resettet, ich dachte, das macht irgendeinen anderen, weil ich wusste nicht, dass der Würfel Roll Again ist. Wenn ich mich jetzt nicht bewege, werde ich unsichtbar. Achso, und die sind nur am Anfang des Raumes, ne? Irgendwie so war das. Vielleicht macht es aber auch einfach überhaupt nichts in dem Fall. Kann ja auch sein. Oh Gott, der geringe Damage ist super nervig. Dafür müssen wir halt auch dann Items haben, die so... Aber die machen halt dann auch nur einen Raum lang Damage. Das ist das Ding. Ach, scheiße. Also die machen halt einen Raum lang Damage hoch, meine ich. Zum Glück geht's ja eben echt nur bis Mom. So, weg mit dem ganzen Zeug. Ja, ist alles cooles Zeug, aber... Es geht halt leider wieder weg. That's the thing. Jetzt hier wenigstens zum Boss. Die Richtung scheint schon mal zu passen. Ja, also ich verstehe die Challenge, die sagt, was wäre, wenn alle Items Karten wären. So im Sinne von, du kannst die eben einmalig einsetzen. Aber ich verstehe nicht den Namen. Can't Trip. Ich verstehe den Namen nicht. Ich verstehe die... Ja, wow. Das kann gleich mal weg. Ich verstehe die Challenge, aber ich verstehe nicht den Namen. Das würde ich gerne tun. Ach, Mann!
Vielleicht sollte ich auch sowas wie Restock nicht einfach mit einem Kampf einsetzen. Aber es ist so ein langweiliger Raum und dann werde ich da getroffen. Das ist so schlimm. Eben weil der Raum so langweilig ist. Mann. Piss dich jetzt. Ja, cooles Tears-Up auf jeden Fall würde ich nehmen. Oh, das... Holy man. Oh, nein, cool. Wir sind durch. Jetzt bitte nicht treffen lassen. Bitte nicht treffen lassen. Oh, come on, man. So. Kann ich noch irgendwas loswerden? Eigentlich sind das alles geile Items. Ich will die eigentlich gar nicht hergeben, Mann. Scheiße. Ja, das war dumm. Ah, das wollte ich nicht. Wieso habe ich jetzt die... Wieso habe ich jetzt die Psyfly mit eingesetzt? Ich habe doch nur einmal Q gedrückt. Wahrscheinlich habe ich nicht nur einmal Q gedrückt, aber das ärgert mich jetzt schon wieder. Was soll das denn? So. Ey, das hat nicht mal getroffen. Das hat einfach nicht getroffen. Wie frech ist das denn jetzt wieder? Oh, wisst ihr was? Jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich glaube, es ist absolut sinnvoll, einfach alles rauszupulvern, was man hat bei jedem Boss. Man kriegt immer irgendwas Geiles. Ich meine, schaut euch das an. Man kriegt immer irgendwas Geiles zustande. Ja, es gibt hier keine Items. Ich habe es verstanden. Aber es gibt blaue Herzen. Alleine dafür ist der Engelraum gut. Und es war, immerhin war es ein Engelraum-Item. Also vielleicht gibt es dann zumindest in den Räumen die passenden Items. Oder ich weiß es nicht. Was ist es jetzt? Ist eine Spritze. Stimmt, die gäbe es hier auch beim Boss. Ich meine, guckt euch das an. Das sind alles coole Sachen. Das sind alles coole Sachen. So, jetzt einfach weiter. Ich will durch. Ich will durch. Ich will hier nicht groß strategisch. Ich will einfach durch. Lasst uns den Boss finden und dann ab dafür. Jetzt brauchen wir alles nicht öffnen. Kommen eh nur die Scheiße raus. Ich wusste, da kommt noch mehr. Aber den Raum machen wir noch. Wenn ich mal ein bisschen mehr Bomben habe, dann können wir uns ja wirklich anfangen, komplett durchzusprengen. Ach, Mann! Was setzen wir denn? Ah ja, die Lampe kann eigentlich weg. Okay, Bomben einfach dazu. Das macht nämlich plus 5. Das ist genau, was ich meinte. Dann können wir uns jetzt eigentlich wirklich genüsslich hier durchsprengen. Und ein paar Räume, die halt leicht aussehen. Okay, der sah leicht aus. Da habe ich da schon wieder gar keine Lust drauf. Da sprengen wir uns halt einfach durch. Okay, der Raum sieht jetzt aber wirklich machbar aus. Ja, ein Treffer ist nicht so schlimm. Ich habe ja nun mal auch ein... Ups. Ich habe nun mal nicht unendlich Bomben. Okay, der Raum ist schon wieder nervig. Habe ich keinen Bock. Ich hoffe, ich muss da nicht hin zurück. Okay. Nein, ich habe die andere nicht erwischt. Perfekt. Genau, was ich wollte. Naja. Oh, wait. Kann man noch auffüllen. Okay, hier geht's zum Boss. Perfekt, wir haben den Boss. Schön, und den Raum kriegen wir jetzt auch noch hin. So, dann setzen wir jetzt alles ein, was wir haben. Beziehungsweise wir gucken mal, wer es ist. Vielleicht ist es ja ein einfacher Boss, wo wir nichts einsetzen müssen.
Und dann geht's halt einfach noch zum letzten Boss. Was soll? Ich habe keine Lust mehr. Also, die Challenge. Ich muss gestehen, die Challenge macht irgendwie nicht so Spaß. Ich weiß nicht. So, das ist dieses. Du kannst es alles nur einmal einsetzen, du behältst es nicht. Ich weiß nicht. Das ist nicht meins. Das ist nicht meins. Mann, geh mir doch nicht auf die Nerven. Vor allem, weil du dann halt solche Räume hier hast, die einfach nur dumm sind. Oh, nerv mich nicht. Okay, Abflug. Okay, es ist ein dummer Loki. Ah, die... Ja, komm, wir helfen ein bisschen aus hier. Wollte ich nicht. Ich wollte die Spritze einsetzen. Okay, HP ab, HP ab. Das machen wir doch gleich weg. Mann! Die Spritze würde ich gern für den nächsten Bosskampf noch behalten, weil es ein schönes Damage-Up ist. Aber wir haben es ja gleich. Ach, ich bin so... Es ist so nervig. Es ist nicht schwer, es ist nervig. So, geht mir nicht auf die Nerven. So, ein Platz mehr. Was kriegen wir denn Hübsches? Irgendwas, was wir vielleicht sofort einsetzen können, weil wir es nicht brauchen für einen Bossraum. Ja, komm, hier. Zack. Achso, das war jetzt einfach plus 5 Bomben, weil der Quartz Blast ist jetzt nicht weiter relevant. Okay, das können wir gleich einsetzen. Okay, Halo behalten wir. Halo behalten wir. Ist zwar ein HP ab, aber es ist auch mehr. Behalten wir. So, ich hoffe, ich komme gut durch. An sich muss ich ja nur bis zum Boss kommen. Leider gibt es die Emperor-Karte nicht. Okay, auf den Raum habe ich schon mal gar keinen Bock. Ich hoffe, ich muss da nicht wieder hin. Sieht gut aus. Kommen hier die Pins jetzt auch noch? Keine Pins. Okay, dann spielen wir den Raum. Dass ich... Ah, Mann! Dass ich zumindest ein paar Räume habe, wo ich nicht immer wieder kämpfen müsste. So. Ja, okay. Du bist zwar ein cooles Item, aber da ich dich leider eh nicht behalten kann, setze ich dich gleich ein. Und dann haben wir das. Dann haben wir das andere Item hier. Okay. Gehen wir nach oben weiter. Oh, da ist... Okay, aber gibt es jetzt da wirklich dann... Dings oder... Wahrscheinlich nicht, ne? Da werden halt dann Karten rumliegen. Aber wir können mal reingucken. Wir können auf jeden Fall mal reingucken in den Raum. Da ist noch so eins, ey. Ich hasse so lange Räume, wenn man kein Damage hat. Haben wir es jetzt. Fuck my life, ey. So. Ja, das nützt mir halt alles überhaupt nichts. Ach, komm. Wo könnte es zum Boss weitergehen? Das ist die Frage. Können wir irgendwas einsetzen? Ja, komm, setzen wir den mal ein. Dann setzen wir den mal ein. Ja, die Flamme kann ich eh nicht nutzen. Okay. Okay, der Raum sollte auch passen.
musst halt ein bisschen aufpassen. Aber da jetzt mit Bomben durchgehen, ist, glaube ich, am Ende riskanter, als einfach die Scheiße da kurz zu kämpfen. Wobei, wenn ich mich jetzt hier so rum... Ja, okay, ich komme durch. Das war nicht, was ich wollte. Aber ich habe getroffen, wow. Okay, hier geht's auch noch weiter, sehr schön. Wir müssen nur zum Scheiß-Boss kommen. Okay, das ist nicht der Boss, aber könnte trotzdem ein guter Raum sein. Toll. Er kann mir jetzt eh kein HP abgeben, aber was könnte er mir geben? Wir testen es mal aus. Könnte Herzen droppen. Ja, Schlüssel. Ja. Oh lol, das kann man jetzt nicht mal einsetzen. Auch interessant. Okay, das kann man auch wegmachen. Okay, das kann man auch wegmachen. Dann haben wir noch ein bisschen Platz. Ist doch auch in Ordnung. So. Jetzt müssen wir mal wieder hier runter. Zum Glück haben wir genug Bomben, um hier einfach durchzukommen. Nice, hier geht's weiter. Das sieht ganz gut aus nach Richtung Boss. Das sieht ganz gut aus, was Richtung Boss angeht. Also ich meine, es geht die ganze Zeit weiter. Was wollen wir mehr, ne? Okay, das kann weg. Hier können wir sprengen. Hier können wir sprengen. In den Shop gehen wir nicht rein, bevor wir da noch auf den Kampf stoßen. Okay, das sind Shielded Tears, die sind eigentlich ganz gut. Also im Moment haben wir eigentlich fast nur gute Boss. Ah, das Yamhat kann noch weg. Wenn wir jetzt noch was bekommen sollten. Oh nee, nee, ich habe auf den Raum so keinen Bock. Lass mich raus. Nice. Okay, den Raum müssen wir spielen, weil sonst geht die Boss-Tür nicht auf. Gut. Klären wir mit dem schwarzen Herz. So, dann Yamhat einmal raus. Das können wir direkt einsetzen. Was macht die? Ups. Einfach ein Teleport. Was war das denn? Einfach nochmal, dass ich jetzt Energie verliere, weißt du? Genau dafür ist das jetzt da. Okay, also Teleportkarte setzen wir nicht mehr ein. Okay, jetzt wenn ich die schon freischalte, dann setze ich die auch. Ja, okay, perfekt. Damit haben... Ach ja, hier muss ich auch nochmal raus durch. So, jetzt haben wir aber alles. Einmal Marm und Abflug. Easy. Jetzt gar kein Problem mehr. Aber die, ich bin ganz ehrlich, die Challenge war... dumm. Also, die Challenge hatte überhaupt keinen Spaß gemacht. Muss ich leider gestehen. Oh ja, wir können ja noch weitermachen, stimmt. Wir können ja immer weitermachen. Hier, mehr, mehr, mehr und mehr. Und mehr. Und mehr. Muss nur aufpassen, dass ich mich nicht rausporte. Und irgendwas einsammle, was mich rausportet. Das ist dann dumm. Aber wenn die alle wieder Sachen droppen, ja, wow. Es dauert halt einfach nur. Also es macht wirklich keinen Spaß. Ich kann es nur immer wieder sagen. Es macht einfach echt keinen Spaß.
So, haben wir es jetzt? Können wir es jetzt erledigen? Ah, immer noch nicht ganz. Okay, ciao. Abflug. Das war eine der langweiligsten Challenges, wenn nicht sogar die langweiligste. Ich weiß nicht. Wie fandet ihr die? Also, wenn ihr sie auch vor allem selber gespielt habt. Vielleicht war sie vom Zuschauen her lustig, keine Ahnung, aber so vom Spielen her, ich hatte keinen Spaß. Ich bin froh, dass sie durch ist. Danke fürs Zuschauen. Und ich weiß immer noch nicht, was sie bedeutet, der Name. Can, Trip, Pet, wie auch immer. Tschüss.